Ja, so fühle ich mich auch. Bei Golfschlägern muss ich jetzt mal an Funny Games denken, den Film von Michael Haneke. Hast du ihn schon mal gesehen? So ein, ja nicht Horrorfilm, so ein Terrorfilm. Das sind richtige Schläger hier. Oder sowas. Auf jeden Fall wird da ein Golfset benutzt, um, naja. Zu golfen. Auch. Aber nicht nur. Nun. Auf die Entfernung ist jetzt der Wind nicht so ausschlaggebend. Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube 6 oder so. Schlag 7, okay. Put, 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 put. Oh. Mal rollt der. Das Flackern gerade da. Das. Moire-Effektor, wie er das heißt. Schüffelboogie, was ist das denn? 3 drüber. Ja. Ein Birdie ist 1 drunter, ein Eagle ist 2 drunter. Ja, und. Achso. Bogey ist halt 1 drüber, Double Bogey. Bogey, ne? Yes, Sir. Nein, ich kenn Bogey. Wo habe ich das zum ersten Mal ein Golfspiel gespielt? Das weiß ich nicht. Egal. Das war bestimmt ein Quatsch-Golfspiel. Also, es war nicht Mario Golf. Das war was anderes. Wie viele Schläge es einfach gibt. Ja, halt. Wind kommt von hinten so, dann spiel ich ein bisschen so. Ja. Aber nicht so viel. Na, komm, Wind, komm, Wind, komm. Geh nach Golfspiel, finde ich. Sind die schon relativ entspannt und ist halt. Auch ein bisschen Taktik dabei. Wie schlägst du den Ball jetzt? Gehst du das Risiko ein, jetzt am Baum vorbeizuschlagen und sowas? Ist halt jetzt auch nicht irgendwie, dass du gehetzt bist oder sowas. Kannst dir Zeit nehmen, aber dann halt die Zeit nutzen, um die richtige Taktik zu benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie Golf in echt funktioniert, also pfff. An Videospielen ist das angenehm. Versuche ich über den Baum? Moment, wie weit kannst du denn? Oh. Das ist blöd, dass man es nicht von der Seite sieht. Also auf der Karte sieht es aus, als ob es vor dem Baum ist. Ja, okay, jetzt zeige ich es mir zum Loch. Aber siehst du das auf der Karte? Das ist knapp vorm. Ja, es sieht auch so aus, als würde es davor runtergehen. Ach komm, mach. Ja. Aha. Ah, genau. Komm, kannst du eingehen, das Risiko. So, weil das so ein bisschen Rückenwind, also es könnte höher werden. Wow, der ging ja ganz woanders hin. Ach, wegen Bunker wahrscheinlich. Oh, ja, stimmt. Du. Das ist jetzt nicht so optimal. Hier müsstest du schön flach schlagen. Ja, das Loch ist ja nicht mehr weit. dieser Sprung war gut. So. Es muss eine eigene Episode werden. Grand Theft Golfing oder sowas. So. Okay, hoch wird er nicht. Also, warte mal, wie ist das? Ah, das könnte. Ja, komm, mach so. So? Oder so? Könnte auch früher aufkommen und dann in den Bunker, ne? Ja, wegen dem Wind. Kommt er von hinten. Ja, komm, mach. So? Ja, das könnte zwar. Weil der ist jetzt nicht so. Goi. Oh. Ja, so viel zum Thema Wind. Ja, wie gesagt, ab 3 macht das schon einen Unterschied. Aber weil der halt nicht so schräg war, dass ich jetzt. Yippie! Ah! Ah! Also ein echt Genickbruch. Ah. Huch! Wie hab ich das? Achso. Ja, ist ja schon perfekt eingestellt, oder? Ja, Moment mal. Du plus hast, 4 von ist aber nicht ganz gerade hier. Ich muss auch mit einrechnen, dass es natürlich Kugel hat. Da ist der Wind natürlich Wurst. So? Oder? Ja. So? Ja. Ja, nehmen wir mal so, ne? Langer Putt. Hallo? Heißt es eigentlich. Also, heißt es Patten oder Putten? Ich weiß es nicht. Nein, das war der Millimeter! Das war das, was ich dank dir nach rechts korrigiert habe. Genau das war das. Aber jetzt muss ich nochmal selber. Also, unglaubliche. Ja, was denkst du denn? Ja, gerade eben hat er ihn selber reingemacht, das letzte Stück. Echt? Ja. Ah, einer drüber. Ja, aber war schon besser. Na. Gut, dass die Abstecke hier so nah beieinander sind. Aber schade. Den nehme ich auf meine Kappe. Wolltest du mit dem Kopf auf den Stein? Nö. Schade. Weil das war so. Es sah noch so aus, als ob es so geplant hättest. Wind so. Gegen Wind, ui. Dann spiele ich mal lieber so, dass ich nicht in den Bunker fliege, oder? Auch, ne? Versuchen wir es mal so. Ja, pfff. Freischnauze. Dink!
YOLO! Ah! On the green! Das war gut. Sehr gut. Aha. Schlagt um zu binnen 4 Meter. Wenn du, achso. Ich glaube, zum Schlag habe ich gedacht, das heißt jetzt, du wirst direkt zum Ball geführt, wenn einfach hier. Ja. Tatsächlich! So. Bergab? Hm. So ein bisschen. Wind, ne? Ist ja egal. Vielleicht so ein. Ja, weil es halt nach da abschüsst. Ja, deswegen so ein bisschen korrigieren so. Ja, ja, hau rein. So ein bisschen weniger. Oh, nein. Es geht bergauf, das haben wir nicht gesehen. Huch. Ja. Bei Wii Sports gibt es eine Ansicht, da wird. Zurecht. Oh nein! Es wäre ein Paar gewesen. Vor allem, wie cool, dass er genauso reagiert. Ja? Weitermachen, ja. Aber wie cool, dass er genauso reagiert. Ja. Also siehst du mal, Golf kann in Videospielen Spaß machen. Ich habe wie gesagt, echt noch nie ausprobiert. Habe ich auch nie so ein Bedürfnis. Dito, ach, ich kann auch noch weitere Schläger nehmen. Ja, der gibt dir in der Regel eigentlich immer den optimalen Schläger für den Paar. Aber, naja. Huch. Ach so, wegen dem Baum. So würde der im Baum hängen bleiben. So geht er durch. Wo muss ich hin? Wo kommt der Wind von vorne? Ui, das ist plus 4, muss er schon aufpassen. Da kannst du schön drauf brettern. Ja, aber ich muss gucken, dass ich. Obwohl, der würde ja so ein bisschen nach links weiterfliegen wegen dem Wind. Das Dumme ist aber auch, dass. Guck mal so, dass er gerade nicht durch den Baum fliegt. So. Gucken wir mal. Das ist die erste Runde. Gut. Oh, das war genau richtig. Am Rough, genau, sehr schön. Ha! That's the way I played it. Ja, ich muss sagen. That's the way I played it. Golf halt, ne? Videospielen. Ja, ich muss sagen, mit der Zeit kommen wir auch rein. Ja. Ich hab schon gedacht, wieso läufst du auf den Baum zu? Watch out for my body, Robert. Watch out for my body. Das war auch einer der Sportarten, die mir bei Wii Sports auch Spaß gemacht haben. Boxen ist ja für den Arsch. Das funktioniert überhaupt nicht. So, plus 4 gerade von vorne, dann überziehe ich ein bisschen. Ja. Ja, aber wie das weit? Könnte. Ach komm. Der ist schon harter Wind. Aber der rollt ja wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Nee. Nicht. Ja. Ja. Und, ja. Siehst du? Green in Regulation? Was heißt das? Also das ist wahrscheinlich schlecht übersetzt und heißt einfach, dass es so vorgesehen ist. Dass du beim zweiten Schlag, oder was auch immer das war, jetzt aber aufs Grüne kommst. Aufs Grüne? War ich nicht eben schon auf dem Grün? Nee, das war der Fairway oder wie auch immer das heißt. Mhm. Wenn du auf dem Green bist, dann bist du mit dem Putten dran oder Pappen, wie auch immer. Birdie, eins drunter! Yay! Wenn wir das jetzt noch viermal packen, Birdie, dann sind wir wieder auf dem, wie heißt es, Course-Paar oder Paar-Course? Paco. Ich bilde mir aber auch ein, dass das... Siehst du, genau das! ...dass es hier besser funktioniert als auf der Konsole. Oh, weiß ich nicht. Hier, also, wie heißt das? Was? Wie heißt das mit Wasser dazwischen? Oh Gott. Wie nennt man das? Bunker ist mit Sand, mit Wasser, wie nennt man das? Weiß ich einfach. Wasser? Wet. Das andere Bunker wäre dry. Aber warum heißt es eigentlich Bunker? Weil es einfach erniedrigt ist? Oder? Ich weiß es nicht. Eine Depression quasi? Oder? Ist ja besser, wenn ich hier hinschieße. Oh, was scheiße, das du Rückenwind? Hast... 5 oder? Gegenwind, das ist ja schon nee, extrem. Nee, es stimmt, Gegenwind. Na gut, aber da muss ich auch voll abziehen, also. Kommt das ja war... Gerade von vorne. Ja gut. Ja, er rollt noch. Also, das ist noch in Ordnung. Na, bäh. Er drückt einfach zum Schlag, dann muss ich... Ja. Wow. Wow. Unexpected effects. So, also, oh, bis dahin steige ich schon. Wo kommt der Wind her? Oh, plus 5. Ja, da muss er... Muss ich so ein bisschen hier hin, ne? Würde ich sagen. Hallo? Gucken er ist auch mal. Wieder ein Bunker an der Seite vom Loch. Siehst du? Ja, an beiden Seiten. Ja, perfekter Treffer. Ja. Das zählt noch als Bunker. Schläger aus dem Bunker, ja, das wissen wir schon. Linie Kraft. That's wonky.
Ja, da musst du den Wedge nehmen. Oh, wie heißt der nochmal? Oder das Eisen, wie auch immer die heißen. Wedge? ja, also laut Karte ziehe ich direkt aus Loch, aber ich ziehe doch nicht wirklich direkt aus Loch, oder? Nö, hä? Nee. Guck mal, die Karte ist jetzt irgendwie off. Oder ist das jetzt, wo ich wirklich hintreffe und die Karte ist, wo ich hintreffen würde? Oder geht das noch weiter, die Linie? Wegen wow, Bunker, wow. Das war wegen Bunker. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel die Weite dieser Linie anzeigt, was jetzt Spielraum ist, wo man hingeht, links oder rechts. Es sei natürlich, wenn jetzt wenig angezeigt wird. Ist das weniger? Ich weiß es nicht. Huch. Okay, nimmst du schon... Ich probier's einfach mal. Jolo. Ja, das Dumme ist, der ist jetzt erstmal, weil du bist ein rough. Naja. Der ist erstmal ein bisschen wonky. Das... Oh! Na gut, der wäre aber sowieso daneben gegangen, von daher ist das nicht so schlecht. Das ist mein Blöd. Wow. Das kannst du, glaube ich, gerade reinhauen. Das ist zwar ein bisschen... Ja, so. Ja. Risk of rain. So. Da, yes! Ja. Na, eins drüber. Ja, ja. Wie viele Löcher waren das noch? Ich hab's nicht aufgepasst. Noch 6 von 9? 9er Lochtour? Das habe ich nicht gesehen. Da ich mich da auch nicht mit auskenne, weil ich nicht. 3, 9. So, plus 3 18. Von hinten, so. Sehen wir mal so. Das. Und? Ja, schön. Das habe ich, glaube ich, einmal bei Wii Sports geschafft, tatsächlich in Hole in One. Das war ein Erlebnis. Wo ist das Loch? That's what he said. Wo ist das Loch? Ach, da. Ich will da hin. Kann ich... Hä? Hä? Wie jetzt? Laut Karte ziele ich wieder daneben, irgendwie. Ich würde nicht auf die Karte vertrauen. Ich meine, hier so ein bisschen bergab, oder? 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 Ja, da! Was hat der eigentlich anstatt Lacoste drauf? Was ist das, ein Chameleon? Ja. Ja, 9 Löcher. Ah, Para war es aber gerade. Ja, gut. Jetzt kam der Effekt nicht mit dem Wow. So, plus 3 von hinten. Ja, kann ich so. Nein! Wow! Was war das denn jetzt? Ne, du hast losgelassen, glaube ich. Oder wie? Ne, ich kicke einfach nur zweimal. Ich halt nichts. Ja, hier kannst du nicht viel falsch machen. Mit Rückenwind, gerade Strecke. Ob ich wohl die Leute treffen kann? Die anderen Spieler? Ich meine, das Spiel ist ja jetzt eh schon für den Arsch. So viele Punkte haben, aber. Das heißt für den Arsch? Also, ich meine, für eine erste Runde. Ja, stimmt schon. In so einem Spiel, das ist okay. Plus 3 von hinten. Hey. Tut mir leid, es wird langsam spät, ich bin müde. Ist auch egal. Und du hast ja hier ein Ding ins Dong ins Bier. Oh. Green in Regulation. Achso, du meinst das Qingdao Bier oder Qingdao Bier? Oder? Oh! Nee, Tiger Bier war es da, glaube ich. Nee, war es eben nicht. Ich wusste nicht mehr, nach welchem ich gefragt habe. Du hattest nach Tiger Bier gefragt und. Oh! Was soll nein! Das denn? Wie doof! Oh nein, das wäre der Paar gewesen! Da kann man nichts machen. Das ist einfach Pech. So. Das wäre natürlich cool, würden wir jetzt online irgendwie so ein kostenloses Golfspiel finden und das können wir dann zusammenspielen oder so. Okay, gibt's auch. Ciao. Glück gehabt. Das ist aber gut, du wirst vor allem nur aufgehalten, wenn da mehr Äste in der Nähe sind. Also nicht einfach nur Blätterwerk. Blattwerk. Stimmt. Es war keine Korrektur, es war nur ein. Nee, wie heißt es denn? Blattwerk. Gut. Ja, dann war es doch mit euch. Ich habe gesagt Blätterwerk. Ja, ja. Es war aber nicht als Korrektur also, gemeint. Wow. Ui, sehr schön. Nice shot. Kommt bei Wii Sports immer. Und noch auf dem Gear, ja, nicht ins Rough, genau. Oh, der müsste das. Auch schön smooth. Na, der kommt ziemlich was von vorne. Was? Huch. Der müsste eigentlich schön flach, also, dass er halt noch weiterrollt.